Okay, wo bin ich? Wie komme ich hier raus? Wie war das mit der Menschenshow? Wo bin ich? Du bist in dem einst stolzen Haus der Edison-Familie. Wir waren einmal die Herren dieses Hauses, so wie die Menschen mal die Herren der Erde waren. Jetzt sind wir die Sklaven. Die Haustiere. Und ziemlich schlechte, darf ich hinzufügen. Oh, verzieh dich, du verzogener Nachtschwärmer. Wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Wenn ich das wüsste, meinst du, ich wäre dann hier? Okay, wie war das mit der Menschenshow? Wie war das mit der Menschenshow? Es ist eine Farce. Genau das ist es. Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme, machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisrichtern vorzuführen, die Wochen vorher bezahlt wurden. Durftest nicht mitmachen, was? Sie meinten, Makramee wäre kein Talent. Diese schleimigen Riesenwürmer. Ich hab das gehört. Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin nur ein Mensch. Okay. Alles klar. Verrückter Fett Edison. Oder Fett. Ich glaube, die beiden betrügen. Um mal anzusprechen. Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. So, Zettner. Um ihn mal anzusprechen. Lieber nicht stören. Okay, geht auch nicht. Sie betrügen sich gerade. Dann bleibt uns nur noch die Wache. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich will hier raus, das ist eine Verletzung meiner Rechte. Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, mir ist schlecht. Ich will hier raus. Ich will hier raus, das ist eine Verletzung meiner Rechte. Rechte? Du bist ein Mensch, du hast keine Rechte. Also, scheinbar sind wir wirklich hier die Haustiere. Ich muss mal für kleine Tentakel. Ich muss mal für kleine Tentakel. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Okay, lass uns Gassi gehen. Gassi gehen. Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. Okay, also auf jeden Fall kommen wir dann mal hier nach draußen. Können wir hier irgendwas machen? Zaun? Was für ein schlechter Anstrich. Wie läuft? Gucken wir mal da hinten. Okay, wir können uns... Das ist ein offenes Fenster. Schauen wir da mal rein. Ich kann Dr. Freds altes Labor sehen und sein Generator ist auch da. Puh, den könnte ich gut gebrauchen. Aber durch das Fenster komme ich nie durch. Ich glaube, das muss ich irgendwo reinstecken, aber es ist nicht lang genug. Können wir denn den Stecker mit dem Fenster benutzen? Ich werde wohl ein längeres Kabel brauchen. Alles klar, hier draußen geht gar nichts. Dann latschen wir wieder zurück. Sprechen wir die Wache an. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Herr Tentakeltyp. Ja. Versuchen wir noch zu... Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Versuchen wir noch mal mit... Oh, mir ist schlecht, hier wegzukommen. Oh, mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh, oh. Zeit, Dr. Tentakel zu besuchen. Ja, ja. Was haben wir denn hier? Mir ist schlecht. Wirklich? Okay, jetzt halt still. Werden Sie Ihr Skalpell benutzen? Natürlich nicht. Mist. Wollen Sie meins benutzen? Nein. Was?
Was ist? Genau wie ich dachte. Was? Alles ist in Ordnung mit dir, Mensch. Puh. Ich muss jetzt zur Show. Ich schicke nach deinem Wächter. Oh. Sitz. Ruhig. Ja, wie geil. Okay. Auch dieses äußerst präzise Anatomiebild hier von einem Menschen. Auch super. Tentakelschema, Diplom. Schauen wir mal. Lizenziert zur Behandlung von Tentakeln zum Wohle der Tentakelrasse. Mhm. Lizenziert für Sterbehilfe an Menschen zum Wohle der Tentakelrasse. Aha. Kann man das mitnehmen? Das sollte ich nicht machen. Er hat eine Menge Geld dafür bezahlt. Da geht auch nichts. Das sollte ich nicht machen. Er hat eine Menge Geld dafür bezahlt. Okay. Schauen wir uns das an. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie Sie durch einen Saugnapf essen können. Können wir das nehmen? Jo. Was ist dahinter? Nix. Oder was? Versuchen wir, hauen wir mal ab. Jawohl. Das scheinen irgendwelche Leute für die Show zu sein, behaupte ich jetzt einfach mal. Zwinger. Also ein Zwinger werden wir da nicht wieder eingefangen, also gehen wir da. Oh, Katzi. Sagen Sie, Leutnant, wie denken Sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig, obszön, faul, widerlich. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Wie? Das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschensympathisanten bist. Jetzt, wo diese schreckliche Menschenshow läuft, wimmelt es überall von Menschenliebhabern. Ich bin kein Menschenliebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu, ich habe da einen kleinen Plan. Okay. So, was haben wir hier? Mikrowelle. Schau an, Mikrowelle. Da sind drei Stellungen. Garen, auftauen und mutieren ohne Wiedererkennen. Okay, das Ding hat Power. Geh zum Monitor. Da steht Medulla-Rechteck. Spezies hier entnehmen. Mhm. Schauen wir uns diese Maschine an. Sie mögen machtgierig und diktatorisch sein, aber immerhin recyceln sie den Müll. Okay, hier scheint es interessant zu geben. Eine Waschküche. Oh ja. Ein Vorratsschrank. Öffne Schrank. Das ist ein leerer Schrank. Der ist leer. Gehe zu Trockner. Schau an Trockner. Leer. Hier irgendwas? Seife vielleicht? Nix. Okay. Gehen wir ab. Hier scheint es nichts für uns zu geben. Kamin, vielleicht kommen wir nach oben. Ja, perfekt. Da weht eine amerikanische Flagge. Nur die normale alte Fahne. Normale alte Fahne. Ist noch ein Fenster offen? Sieht aus, als würden sie eine Art Show vorbereiten oder so. Rein können wir nicht. Sieht aus, als würden sie eine Art Show hier vorbereiten oder so. Gar nichts gebacken. Gehen wir wieder zurück. Aussieht, kriegen wir hier nicht viel geschissen. Reden wir mit dem. Hallo, ich bin La. Du bist ein hässlicher Mensch! Bitte? Ich scherze nicht! Du bist wirklich der schlimmste Homo sapiens, den ich jemals gesehen habe! Willst du mir damit das sagen? Danke, so gut siehst du auch nicht
hinten aus. Pass auf, sonst knall ich dir eine. Tja, ich muss weiter. Okay, nehmen wir die Mitte. Danke. So gut siehst du auch nicht aus. Ich habe nie gesagt, ich wäre. Aber hast du dich in letzter Zeit mal gesehen? Von deinem Haar alleine kriege ich schon Albträume. Und deine Zähne, die Klamotten und dein eines Auge, das größer ist als das andere. Puh, wie viel schlechter kann ich noch werden? Nicht viel, außer es gäbe zwei von dir. Ja, okay.